und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Season 5. Und zwar haben wir hier in der letzten Folge Bodengang gemacht. Und diesen Bodengang müssen wir noch ausstatten mit Truppenholz, was wir hier gerade nicht besitzen. Ich möchte noch mal ganz kurz im Lager vorbeischneien, ob wir da eventuell noch ein wenig was haben. Und da muss ich noch mal kurz was ankündigen. Ist nämlich hier was in der Stadt hinzugekommen, was ich offscreen mal errichtet habe. So, Holz. Holz verarbeitet. Im ersten Blick jetzt den Bruchstein. Was ist das? Setzlinge. Sieht jetzt auch nicht nach Tropenholz aus. Was ist hier drin? Nix. Und ganz oben? Kommen wir nicht ran. Rohholz. Eichenholz haben wir auch noch drüben. Birke, ja, Fichte, aber kein Tropenholz. Das bedeutet. Upsala. Ich weiß gar nicht, ob ich das da hinten schon gezeigt habe. Ich laufe mal hinten lang. Dass er auch ein bisschen mal die Umgebung kennenlernt. Das müssen wir unbedingt noch fixen. Oder wir haben mal gerade mal Sandstein da. Da können wir das mal schnell machen. So. Die Brücke kennt ihr ja. Und dann soll ja hinten ein Weg entstehen. Das soll hier anschließen. Soll dann hier hintergehen? Und da ist so ein Prompel. Hier so hintergehen. Da muss man was essen. Nach Kühlungsbrühl wird es dann da drunter gehen. In die Richtung. Boah. Kurzer Schluck auf. Geht's in die Straße geradeaus weiter. Hier ist erstmal die Verknüpfung. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da schon gekommen bin. Bis hier hin. Okay. Na, hier habe ich schon mal angefangen, ein bisschen die Infrastruktur des Straßennetzes ein bisschen anzugleichen. Ja, auf der anderen Seite des Berges. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles auf dem Berg oben drauf setzen. Bin ich mir noch sehr unschlüssig. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da oben drauf, Bergkapelle oder was auch immer. Hier kommt auf jeden Fall der Hafen hin. Da werden wir demnächst auch anfangen. Dieser Überhang, der gefällt mir zwar, aber den müssen wir auch noch mal ein bisschen verbessern. Ist auf jeden Fall so ein kleiner Wegweiser. Und ich weiß, es heißt nicht Leuchthaus, es heißt Leuchtturm. Der soll da hinten drauf kommen. Kleinen Moment. Da sind wir auch wieder. Muss ja kurz mal was einstellen. Tja. Und da seht ihr schon ein großes E. Was könnte das bedeuten? Ich habe das nicht so wirklich symmetrisch hinbekommen. Aber ich habe dann noch eine Idee, wie ich das symmetrisch hinbekomme. Also das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen gejobbt. Und zwar steht das E für einen ganz bestimmten Laden. Ihr wisst es bereits schon bestimmt. Ich habe hier versucht, so gut wie möglich jetzt mal so einen Laden zu gestalten, wo man wirklich einkaufen kann. Hier unten dann die Ware angeboten. Weiß ich aber auch noch nicht, wie ich das mache. Und hier oben kommt ein Schild dran, wo dann drauf steht, beziehungsweise Rahmen.
was man da überhaupt kauft, ne? Ah, jetzt wird da unten angeboten. Ja. Lasst euch überraschen. Das ist so mein Offscreen-Projekt in den letzten Tagen gewesen. Und dann habe ich ja auch noch die Wahlaufgabe. Na, die Bauaufgabe zu bewältigen. So, hier hat jemand den Rüstungsständer leer geräumt. Das ist auch ein ganz schöner Banause gewesen, der das gemacht hat. Ach so, ich wollte Tropenholz. Haben wir da noch was in der Krimskramskiste? Nö. Aber ich tue erstmal hier ein bisschen was in die Krimskramskiste rein. So. Hier ist Tropenholz. Ah, ein bisschen haben wir noch. Noch Stein. Wir haben ja vier Tropenbäume. Fangen wir doch mal hinten an, oder? So, manche klettern jetzt ja hoch. Ist ja an sich eine gute Idee, oder? Ups. So hoch wie möglich, wie es geht, am besten. Nein. Oh, es geht doch noch ein bisschen höher. Hoffe, das langt so an Höhe. Ja, das langt. Super. Einsame Spitze. Ist hier irgendwo noch ein Arm? Ich wusste doch, dass hier ein Arm irgendwo ist. Und da jetzt alles hier raus ist in Arm. Hier sind viele Arme. Sehr viele. Tüdelü, tüdelü. Ja, Baumfällen mal wieder, ne? Hatten wir jetzt erst vor ein paar Folgen. Aber da waren das hier uns Rieseneichen. Und da haben wir ja auch hier unsere Farm aufgebaut. Sehr gut. Haben wir jetzt was für gestern? Ist da noch was? Nee, ist nichts mehr. Aber es wird gleich Nacht. Deswegen will ich hier schnell runterkommen. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Lianenfarm. Aber die ist fix gebaut. So. Haben wir doch gut gesammelt, oder? Oh, die Monster kommen. Schnell, schnell, schnell. Ist denn noch irgendwas oben? Oh, die spawnen das alles fleißig. Ist irgendein Setzling schon rausgefallen? Oder kann das rausfallen? Naja. So halb. Können wir mal gucken. Oh, haben wir jetzt was aufgesammelt? Ach, einen Samen. Ein Weizenkorn.
spawnt das? Bin ich jetzt mal gespannt, ob das despawnt. Bin ich mal sehr gespannt. Aber anscheinend tut es das. Eins, zwei. Komm, lass mich nicht hängen. Bei Truppen sind die, die wir am wenigsten haben, weil sie am, naja, ich will nicht sagen am seltensten, aber diese Bäume droppen halt sehr, sehr wenig Setzlinge. Wenn ihr mal ganz, ganz, ganz viele Folgen zurückschaut, könnt ihr das auch sehen, wie mir das mal passiert ist. Da habe ich nämlich mal irgendwie Hardcore auf der Flat, auf dem Flatland gespielt. Das ist ja Ewigkeiten her. Da erinnere ich mich gerade dran. Das war auch irgendwie so eine Herausforderung ganz früher, so 3. Na, komm, das schaffen wir. In der Zeit können wir ja schon mal auf den das Bäumchen hier hochklettern. Ah, nee. Upsala. So. Ah, verdammt. So. Upsala, da bin ich gerade gerutscht. Und zwar hatte ich da eben als Voraussetzung, dass ich da von jeder Sorte eben einen Setzling habe. Und ja, habe eben so ein bisschen die eigenen Regeln aufgestellt. Haben, glaube ich, auch ein paar nachgemacht. Aber das waren Zeiten. Da war der Kanal noch mit zweistelligen, vielleicht 70, 80 Abonnenten. Wenn man es jetzt mal anschaut, so anderthalb Jahre, zwei Jahre später, an der Qualität hat sich wirklich sehr viel getan. Moment. Genau. So. Ah, guck mal, das haben wir vergessen. Das haben wir vergessen. Ich sehe unten auch einen Setzling. Wenn mich alles nicht täuscht. Oder ist das nur ein Gras? Kann ich mal kurz runtergehen. Guck, da haben wir mit dem Baum nämlich schon miese gemacht. Haben wir im Endeffekt. Ah, guck mal, es sind noch ein paar Blätter da. Es könnte wirklich noch einer sein. Weil aus zwei Bäumen sollten eigentlich mindestens 10 Setlings droppen. Was aber auch, naja, nicht so. Na, guck doch mal. Da ist er. Da ist der vierte. Ja, es könnte ja noch einer kommen. Genauso wie hier. Ja, dann wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Tag. Heute ist Dienstag, wenn mich das alles nicht täuscht. Wenn ihr am Sonntag das Infovideo vermisst habt, wegen Wochenplan, dann mache ich nochmal ein kurzes Infovideo drüber, denn so wie das jetzt gerade bei mir läuft, kann das nicht weitergehen. Ich kann ja nicht Sachen versprechen, die ich dann nicht halten kann. Ja, geht ja nicht. Das geht ja nicht. Na gut, dann ciao, ciao.